Moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Super Mario Wonders. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da. Und ich wünsche jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part von Mario Wonders. Jo, beim letzten Mal hatten wir ein sehr starkes Schieberätsel vor uns. Das hat unser Gehirn geknackt. Also, es war sehr gefährlich. Wir wurden mehrere Male in eine Wand reingedrückt. Und heute haben wir vor, mit einem Himmel voller Balloons zu starten. Wir kriegen hier wahrscheinlich auf dem Weg das geheime Abzeichen. Ich bin schon gespannt, was wir da bekommen. Okay, ich habe mir jetzt den Bohrer noch gegriffen. Die Dinger sehen mega lustig aus. Ich habe sie voll verfehlt. Da hier Schluchten oder Ende sind, gehe ich mal sicherheitshalber auf den Rettungssprung. Und offenbar auch auf die Seifenblasen. Die Dinger sind verdammt schnell. Die schubsen mich. Okay, wenn man von unten gegen sie springt, sterben sie. Sie sind immun gegen die Seifenblasen. Au! Hilfe! Ich habe das Leuchten nur gesehen. Guckt euch das an. Das ist ein lustiges Level. Das ist auf jeden Fall ein mega lustiges Level. I love it. Aber wo ist jetzt meine letzte 10er-Münze? Immer so ein mysteriöser Wolkenpfad, der war so mega verdächtig. Okay, ich will mit denen. Diese Ballons sind mega lustig auf jeden Fall. Ah, okay, ich sehe die Münze. Ein Angriff tötet sie auch. Ich mag die Ballons. Da ist das Abzeichen, oder? Nee, Abzeichen Test Profi Unsichtbarkeit. Neues Abzeichen. Diese Spielfigur ist nicht mehr zu sehen und kann daher auch nicht mehr von Gegnern aufgespürt werden. Ich weiß nicht, ob das unbedingt positiv ist. Ist halt einfach nur, ich bin für die Gegner unsichtbar. Mehr ist das nicht, oder? Wird mir jetzt nicht so mega praktisch.
Aber hey, man nimmt es mit. Na gut, gegen die ist es praktisch, weil die nur reagieren, wenn man von ihnen gesehen wird. Wenn kein Hintergrund da ist, dann sieht man sich selber auch nicht. Es muss ein Hintergrund da sein, sonst ist man unsichtbar. Nee, das ist mir mehr ein Debuff als ein Buff. Renn los. Toll, ich sehe mich nicht mehr so wirklich. Falls ihr mich sucht, ich bin die Vase. Ja genau, renn in die Richtung los. Die Wand hat dich böse angeguckt. Ich versuche nach wie vor, mich zu sehen. Ich glaube, ich hätte ihn gebraucht. Ah, okay, wenn ich mich verletze, das juckt ihn nicht. Ich hasse Unsichtbarkeit. So, ich versuche es mir jetzt einfach zu machen. Ey, Unsichtbarkeit ist ja mega ekelhaft. Warum sollte ich das freiwillig nutzen? Nein, bloß nicht. Das ist der größte Müll. Gehen wir mal ganz kurz zur Spezialwelt. Ah, ich sehe schon. Wir können jetzt hier das spezielle Wüstenlevel machen. Und es ist ein Side-Scroller. Oh, die Balloons sind wieder da. Ich werde sterben. Oder? Um Himmels Willen, wo bin ich hier reingeraten? Nein, 10er Münze. Muss nochmal. Okay, ich habe die Münze. Und ich habe ein Spielzeug. So viel dazu. Hilfe, wo bin ich hier? Ich bin in irgendeinem komischen Fiebertraum. Na, scheiß auf das Power-Up. Hauptsache, ich bin an dem da vorbei. Was wie Schnee? Mach mir gar keine Angst. Hilfe, das Level macht mir Angst. Boah, zum Glück habe ich einen Rettungssprung dabei. Boah, Plattform. Ich bin in der Hölle. Was für ein krankes Level.
Und damit haben wir einen weiteren Weg hier freigeschaltet. Aber hieß es nicht, hier gäbe es auch noch ein geheimes Abzeichen in der Wüste? Ich gehe jetzt die Wüste untersuchen. Also wenn, dann würde ich ja wohl das hier wohl als allererstes vermuten. Tanz der Ninjis. Hier unten im Wasserfall war einfach am auffälligsten. Okay, das mit dem Takt, das kriege ich wahrscheinlich nicht hin. Sieht so aus, als ob ich da oben dran will. Selbst die Piranhas tanzen mit. Mir fehlen noch 100 pro noch 10er-Münzen. Ja, ich habe eine schon übersehen. Nochmal zurück. Hier leuchtet das Teil, wenn ich die perfekten Sprünge mache. Ja, dahinter ist die 10er-Münze. Ich muss einfach die perfekten Sprünge hinkriegen. Die Stelle war aber auch mega verdächtig. Okay, jetzt muss ich die perfekten Sprünge nicht mehr hinbekommen. Oh, die Party ist vorbei. Das Level war lustig. Aber es hieß doch noch hier... 1, 2, 3, springen, du bist ja toll im Rhythmus. Wir haben als Ausrüstung sogar dieses Rhythmussprungabzeichen bekommen. Das ist wahrscheinlich das geheime Abzeichen. Nicht verwenden, aber zumindest kurz angucken. Wenn ich im Takt der Musik springe, kriege ich Münzen. Na gut. Ansonsten sehe ich jetzt hier kein Geheimnis. Ah, guck mal, hier ist nochmal ein geheimes Level. Nächtlicher Balloink-Schwarm. Auch wenn das mit dem Intaktspringen und den Münzen lustig klingt, ne, habe ich kein Bedürfnis, das mitzunehmen, weil Münzen ist nicht das Problem. Ich finde, in dem Spiel ist es nämlich zu einfach gemacht mit den 1-Up-Münzen, beziehungsweise mit den Pilzen. Also du kannst ja wirklich die Pilze kaufen wie heiße Semmeln. Du hast echt gar keine Probleme, irgendwie hier dir die Leben zu farmen. Du brauchst ja nicht mal irgendeinen Farmtrick, wie es in alten Spielen gab. Ja, das ist jetzt meiner. Na klar, dass hier oben was ist. Ja, der Vollmond ist schön. Nein, bitte, bitte nicht abschieben!
das war ein toller Trick. Ich sehe schon. Wahrscheinlich will man es schaffen, auf die drauf zu springen. Okay, da oben ist nichts. Dann sollen sie mich wahrscheinlich einfach nur nerven. Aber das Ding ist ja, wenn ich sie von unten berühre, dann jucken die mich ja gar nicht. Ich bin ein Ballon! Da war ein Stern. Bam 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 bam. Das ist auch wieder cool. Oh, es gibt sogar blau von denen. Jetzt wahrscheinlich den ganzen Weg wieder runterfliegen. Okay, dann halt nicht. Au! Das war fies. Ja, ich weiß, Leute, mit Sunny war es lustiger. Da brauchte ich dann keine Verschnaufpausen. Beim Ballonhüpfen. Oing. Mag die Ballons. Na gut, aber geheimes Ding sehe ich jetzt hier nirgendwo. Hier ist noch was. Sind noch mal bei den Güldenfällen. Und da ist Captain Toad. Es war ein Ort, um jemanden zu begegnen, findet ihr nicht? Auf der Suche nach Schätzen bin ich in eine Röhre gesprungen. Und dann ausgerechnet hier gelandet. Schon komisch, dass die Röhren so viele verschiedene Orte miteinander verbinden. Wusstet ihr das? Tja, da habe ich ganz schön in die Röhre geschaut. Hätte ich das besser mal gemacht, bevor ich reingesprungen bin. Egal, jedenfalls habe ich hier 50 Blumenmünzen gefunden. Die könnt ihr haben für euer Abenteuer. Hier, bitteschön. Diese Blumenmünzen haben dieses Spiel viel zu einfach gemacht. Ich fand es auch schade, dass man sich im Multiplayer generell nicht wie bei anderen Mario-Spielen gegenseitig nerven konnte. Weil das war ja eigentlich immer recht lustig. Sich so gegenseitig ein bisschen zu nerven, zu behindern. Irgendwie was Verstecktes sehe ich hier wirklich nicht. Na gut, Leute, ne? Ich würde mal sagen, wir machen dann hier jetzt für heute Schluss. Ich hoffe, ihr habt alle Spaß beim Zusehen. Beim nächsten Mal retten wir dann jetzt die Ebene hier endgültig. Wenn ihr Spaß beim Zusehen hattet, lasst ein Abo und ein Like da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, Leute. Bis dann.